Hallo Leute, und hier sind wir im BitLife, im dritten Teil mit dem Teufel, wo wir Dinge tun, die nicht gemacht werden sollen. Ja, wir werden hier weiterhin Autos klauen, um im Ranking aufzusteigen. Ich habe auch ein bisschen gemacht, weil ich dachte, die Aufnahme würde laufen. Mir wurde es auch angezeigt, als würde die laufen, aber aus irgendeinem Grund wurde mir dann nicht mehr angezeigt. Ich weiß nicht, was da manchmal los ist mit dem Scheiß. Aber egal, naja. Immerhin ist ein bisschen Content dann da. Und ich baue ein bisschen Dinge, die passen, auch wenn da jetzt Winky Sisch steht und ja, ich hasse das. Also, ja, dafür alleine sollte ich schon die Mafia verraten, weil ich meine, was ist das für ein blöder Name? Also, okay, früher hieß er The Devil, aber. The Devil, aber. Trotzdem ist das ein viel zu blöder Name, ey. So, du darfst sterben gehen, genau. Wer auch immer. Das war, den wir da weg gemacht haben, die Person. So, die Person haben wir auch Mac. Matthew Cyrus, okay. Angst nicht, Billy Ray Cyrus ist. Oder Miley Cyrus ist alles in Ordnung, schätze ich. Wobei, vielleicht waren das viele feiern, aber aus der Mafia, wer weiß. Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Mafia das wirklich groß interessiert. Naja, wer weiß. Ich bin ja nicht in der Mafia. Also nicht in Real Life. Und ich bin ja auch nicht The Devil himself. Wobei Desmond Senior, der Charakter, der dämonische Charakter aus Wii Universe Mode, der kommt nah dran. So. Aber ich und der Teufel, ne. Wobei, ich weiß nicht, in dieser Serie Lucifer, da war der Teufel ja auch nicht böse, oder? Ich meine, da hat ja der Polizistin da geholfen. Aber vielleicht habe ich die Serie auch, ja, falsch in Erinnerung. Aber was ich gesehen habe, so, da war er nicht so böse, wie man es erwarten würde, eigentlich. Weil ich meine, war auch immer in Ordnung zu der Polizistin und so. Und ihrer Tochter. Ex-Husband, ja, das wird ins Auge gehen. Ich habe mit Multipoison dann, genau. Whoever that was. So, weg damit. Ja. Was machen wir noch? Erstmal werden wir älter wahrscheinlich. No questions. Weil das ist die richtige Antwort. Ja, die verkacke ich immer. Lucas Lipschut. Pierce with Icepick. Hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, ich weiß nicht. Blaues Auge verpassen. Zehennägel wegschneiden. Zehen mit Hammer zerschmettern. Ja, den Icepick nehme ich, glaube ich, weil eine Nase brechen, das finde ich alles dämlich. Och nö. Hätte ich ihn nicht töten können. Unfold. Oh, cool. Tschüss, ihr Loser. Ich hätte auch versuchen zu können zu besprechen, aber nee. Ja, super. Ich habe die falsche Option gewählt. Hätte ich doch, keine Ahnung, was weiß ich. Irgendeine andere Option. Ah, das sind halt echt die Dinge, die ich meistens verkacke in der Mafia. So die einzigen wirklich, die ich verkacke. Also das vorherige, was ich verkackt habe, das verkacke ich eigentlich nicht, aber kommt halt auch schon mal vor. Tatsächlich. Ah, schade, dass er keinen Hepatitis mehr hat jetzt schon. Könnte man weitergeben an keine Ahnung, wie viele Leute noch, weil es macht Spaß. So. Und das sollte man ja nicht tun, so deswegen, aber ich glaube, das haben wir auch schon durch. Bevor die Series hier noch unnötig länger sich die Länge zieht hier, wie so einige meiner Projekte, weiß ich nicht, ob man hier nicht vielleicht für ein Ende sorgen sollte. So. Ja. Machen wir dich mal weg hier. Tschüss. Ah, die sahen nicht verkehrt aus. Auch wenn das Aussehen mir wirklich nicht so wichtig ist. Oder sagen wir, eigentlich ist es egal. So kann man es eigentlich perfekt ausdrücken, genauso wie es ist. So, zack. Ah, vielleicht ja dem Teufel, nicht? Wer weiß. Wer weiß das schon? Hat er mir nicht verraten, bevor ich angefangen habe, für ihn zu spielen? Oder mit ihm gemeinsam die Dinge zu tun,
Wobei eigentlich bin ich ja der Mastermind hier hinter oder so, keine Ahnung. Weiß nicht genau, wie man das sieht. Naja, wie auch immer. Ne? Ist ja auch egal im Endeffekt. So, dich töten wir auch hier. Zack. Ich weiß auch nicht, ob wir danach nochmal BitLife sehen werden auf meinem Kanal. mal schauen. Generell weiß ich nicht, was wir in Zukunft auf meinem Kanal sehen werden, weil ja, viele Dinge, ja, die, also viele Projekte sind ja auch schon länger auf Eis gelegt, was eigentlich nicht so der Plan war, war viel zu viel Stress und so. Und ja, aus Gründen habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Und ja, deswegen, mal schauen, ob wir dieses Wochenende effizient auch in anderen Projekten nutzen können. Ja, 2 Jahre am Rang sind wir. Haben wir hier eigentlich noch irgendeine Dame vielleicht in der Mafia? Oh, Captain Soldier, das könnte gehen, aber es ist risky. Wie ist das bei dir eigentlich? Wer bist du? 39, dann frag die mal aus, vielleicht. Oh, Scheiße. Ah, fuck. Okay, das Problem ist jetzt, jetzt haben wir ein Problem und ich hätte erst mich mit dir anfreunden sollen. Fällt mir ein. Weil dann hätte ich das über die Freundschaft machen können. Weil dann wäre das halt, also die ist halt geschieden, hat halt einfach trotzdem kein Interesse am Teufel gehabt, aber ich hätte die halt anders fragen können. Das versuche ich dann halt bei der vielleicht. Okay, dafür kriege ich kein Punishment zum Glück. Das heißt, die will ich auch später wahrscheinlich nicht mit uns anfreunden. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, ist vielleicht doch besser so. Nice, 50 Leute gekillt. Nice, sehr schön. Ich mag auch, dass da eine Dings ist. Wir haben einen Überfall begangen mit einigen Kollegen. Und ich habe die Gelegenheit zu lügen und ein bisschen Geld für mich einzukassieren. Und zwar 65.000 und 800, aber nein. Das hilft halt weder, das würde ich halt nie machen, also nicht mal sich selber, wenn ich meinen zersteuern würde und der wäre in der Mafia, was halt unrealistisch irgendwo wäre, aber ja, wenn es halt so wäre mit meinem Charakter, ne, angenommen, er wäre in dieser Situation, dann würde ich es halt trotzdem nicht einstecken. Und ja, die sind halt nicht deswegen sauer, weil ich halt die Wahrheit gesagt habe, also die wären halt sauer, wenn sie es rausfinden würden, aber ja, die sind halt sauer, weil ich halt die eine versucht habe zu klären. Oder was heißt zu klären? Ihm als Freundin zu schaffen. So. Ist ja nicht klären, sondern, oder? Ach, keine Ahnung. Dating und das Ganze und Pickup und so ist ja eh nicht meins. Keine Zeit für und auch kein Interesse. Sagt der einsame Wolf so, wie es ist. Aber der Teufel vielleicht. Deswegen dachte ich, es ist ein guter Versuch, aber nö. Vor allem sieht er auch mega aus, laut Spiel, aber Aussehen scheint nicht alles zu sein und Geld, aber vielleicht wissen die auch nichts von seinem Geld. Was eine gute Sache ist, weil wenn ich Rich wäre und ich könnte das verheimlichen, ich würde es verheimlichen, ne? Niemand wüsste auch nur annähernd, dass ich Rich bin. Keiner wüsste irgendwas. Nur ich wüsste, oh, ich habe Geld. Kann ich mir das leisten? Ja, kann ich. So, mal schauen, das war hier noch. Bisschen ausrauben hier. Wobei die Leute habe ich ja auch schon belästigt. Die Mieter von Mieterin von ihm. Ja. So. So, genau. Worker out. Wobei, man soll ja auch keine Mieter daten. Also vielleicht kann eine Single-Frau finden, die da einzieht. Ja. Ich meine, eigentlich wollte ich, dass sie ihre Männer betrügen, aber ja, das hat nicht so funktioniert. So. Wäre eine Idee, aber mal gucken. Ich will die Serie wirklich nicht lange in die Länge ziehen. Aber eigentlich wollte ich auch nur 2 Parts haben, aber also erst einen und dann machen wir noch einen und naja, jetzt doch länger als gedacht, aber vielleicht ist das ja auch eine gute Idee. So, alle Tiere natürlich. Großer Tierfan. College und dann machen wir hier noch Carpet nehmen wir. 2 Dolls. Weiter. Eine Dolt, ja, auf jeden Fall. Das könnte eine gute Sache sein bei ihr. Auch wenn ihre Frise nicht so meins ist, aber naja. Bin ja nicht ich. Und wie gesagt, mir ist ja egal. Deswegen. Zack. Okay.
Und ich habe es online. Ja, vielleicht, keine Ahnung, finden wir eine andere Gelegenheit hier. Wobei, hat er nicht noch eine Frau oder so? So. Ja, du sollst halt einfach mit ihm. Ja, weiß schon. Okay. Er hat keine, okay. Gut dann. Aber keine Ahnung, warum sie auch nichts von ihm will. Und zwar. So. 30 Tage. So. Aber gut, ich hätte sie auch töten können, also. War es nicht ganz so brutal, wie es hätte sein können. Gut, lassen wir das und naja. Ah, verdammt, das hätte ich eigentlich machen müssen, nachdem er eine neue hatte. Bett gebrochen. Vor allem jetzt, wenn er irgendwas hat, irgendwas Ernstes. Nur Gonorrhea. Aber das ist jetzt sowieso Gonorrhea. Ja. So. Margot Hayes McDonald oder so. Oder McDonald? McDonald wahrscheinlich. Naja, hoffe ich spreche das annähernd richtig aus. Ja. Nee. Es wäre lustig, wenn sie irgendwie nicht gekillt wird tatsächlich, sondern bei ihm bleibt und dann die heiraten und so. Das wäre lustig irgendwie. Aha. Okay, die Exes müssen draufgehen. Wie hießen die nochmal? Tiara und Tiara? Der ist bei der Tiara? Wie auch immer. So. Ne, Dixie, Dixie, Dixie hieß sie. Ja, Dixie Carter. Von TNA Wrestling. Muss weg. So, wo ist die? Dixie Dixie hier. So. Okay. Ich kann mich nur aufhalten, indem die mich killen stattdessen. Aber ich habe ja den Boost. Ja, kann ich mal belohnt werden dafür? Ach nee, ich habe. Stimmt, ich habe ja wieder Scheiße gebaut gehabt. Ja. Oh, die eine ist nicht mehr in der Mafia? Die eine Frau ist weg. Oder wie? Hier war nur eine Frau? Oder ist das die hier? Die ist alt geworden. Heiligen Schein. Oh, die hier, das, wenn die das ist, ist sie aber echt schnell gealtert. Oder ich habe es falsch eingeschätzt gehabt. Wie auch immer. Na gut, andererseits, wir sind ja ein Soldat und so. Und ja. Irgendwie habe ich Bock, noch ein bisschen mehr zu machen, als wie in der Mafia die ganze Zeit. Außerdem soll man ja auch niemand verraten, aber das Ding ist, wir könnten jetzt hier tatsächlich gut informant werden hier. Das soll man ja auch nicht machen, deswegen. In meinen Augen zumindest. Und ja, 4 Jahre Deadline. Das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Jetzt muss man hier hingehen, dann am besten hier genau hier hin und dann snitchen. So. Genau. Ja, wenn es jemand rausfinden würde, ich weiß nicht, ob die das können. Aber dann, ja. Racketeering. Heißt das also, der hat das gemacht? Okay. Gehe ich mal von aus. Snitchen. So, vom Boss. Aber wenn der das rauskriegt, wenn der Boss das mitbekommt, dann ja. Hier, Monkey Kate. Nein, 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 nicht ausfragen. Nicht, nicht, nicht. Nicht ask out. Evidence erneut. Okay, nicht so viel Evidence da gefunden. Das kann man halt auch mehrfach machen. Also es ist, glaube ich, noch nicht schief gegangen, wo ich das gemacht habe. Hier. Ich weiß nicht, ob das schief gehen kann tatsächlich. Aber man soll ja nicht snitchen, deswegen machen wir es einfach mal. Vor allem sollte man noch nicht bei der Mafia snitchen, aber das eher aus anderen Gründen als wir. Vom Moralapostel her, sondern. Also, klar, snitchen im Allgemeinen ist schlecht, aber. Gegen Mafia zu snitchen wäre auch extrem dämlich, ich meine.
Das wäre richtig dämlich, ey. Wenn es auffällt, dann bereust du es wahrscheinlich. Okay. Die hat einiges angestellt, die Duffy. Ja, gut, dass er gut, dass sie ihn abgelehnt hat. So, machen wir hier noch Snitchen. Michael Chippy Taylor. Ich weiß auch nicht, ob das auffallen kann. Wer mir neu. Aber wer weiß. Ne? Wer weiß, vielleicht ja geht das tatsächlich. Red in the Pack. Ja, wir sind ausnahmsweise, bin ich die Ratte. Dass ich das mal sage, hätte ich auch nie gedacht. Aber so ist es. So, Yusuf White. Ich weiß nicht, ob wir den anderen Associate über ihn schon hatten oder nicht. Aber wir sind fast durch mit dem Evidence hier. Was haben wir hier alles? Also, Pending Charge, okay. Raubüberfälle, glaube ich, heißt das, ne? Gibt's hier einen? Okay, der hat gar nichts angestellt, der Typ. Kann ich hier noch was sammeln, irgendwie? Irgendwo? Okay. Gut. Okay. Too busy for it. Vor allem, was für Seminar gehen? Dafür sollte ich ihn eigentlich umbringen lassen. So. Dann möchte ich einmal hier Snitch. Ja, ich muss ja eh nichts mehr machen. Außerdem habe ich keine Warnung davon bekommen. Das könnte ein bisschen auffallen. Margot, ach, das Geld ist auch noch da von ihm. Ist gut. Mankey Kate. Snitch mal. Oh. Okay. Nicht viel bekommen hier. Es wird weniger. Aber vielleicht sollte ich mal wen wacken, weil ich kann ja eh nicht bestraft werden von den Cops. Das Einzige, was passieren könnte, wäre, dass ich draufgehe, aber ich glaube, das passiert hierbei nicht. Deswegen. So, zack. Dass ich halt hier ein bisschen unauffälliger vielleicht bin. So. So, Michael McGregor vielleicht snitchen. So. Lustig wäre, wenn ich versehentlich Expose as Red draufkriegen würde und dann wäre tatsächlich eine Ratte da. Olivia to Kevins snitchen. So. Und dann fehlt ja eigentlich nur noch hier eine andere Person. Vielleicht die Duffy nochmal. Snitch. Oh shit, was jetzt? Witness Police Protection Programm. Ah, es hat funktioniert. Charges have been dropped. Nicaragua oder Nigeria? Ich denke, wir nehmen die Niagara-Falle, sind das? Oh, sie kam sogar mit. Das machen nicht alle. Freundin oder Frauen. Cool. Cool von der Margaret. Aber die kann ja nicht leiden. Warum ist sie ja mitgekommen? Egal, hier nochmal die Jacke hier. Patagonia-Jacke, was auch immer das für eine ist. Dann nimmst du hier noch, ja, das hier. Würde ich im Real Life nie machen, aber was man nicht machen soll, auf welche Art auch immer man das verstehen will, aber eigentlich kann man das jede nur erdenkliche Art und Weise verstehen, eigentlich. Und, oh, cool. Coole Sache. coole Sache, dass Hitman endlich drauf ist. Gucken, wie ich das dann regel. Ist alles. Ich kann leider ein Update nicht draufpacken. Mal gucken, mal gucken. Rubik? Ist das der aus Evil Within? Ja, coole Serie, Evil Within. So. Coole Game-Reihe einfach gewesen. Best of the Wild Video Game. Ne, Goldring. Ja, vielleicht hätte ich doch das Zelda-Spiel nehmen sollen. Ja, vielleicht. Rote Rose. Genau. Und die ist auch billig, die rote Hose. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, den Hat, den habe ich tatsächlich mal der Mafia geschenkt, die einzigen Geschenke und halt Reh, ein totes Reh oder ein, was weiß ich, was sie mit dem Reh gemacht haben. Vielleicht Taxi Meist oder Taxi Mixed oder was auch immer. Und das kam gut an bei der Mafia beides. Aber ansonsten nicht. Und kann die mal aufhören jetzt? Okay, die gehen mir voll auf die Nerven. Okay. Lady, du hast ein Jahr Zeit, um schwanger zu werden, ansonsten wirst du gekillt vom Teufel. Es reicht dem Teufel jetzt hier. So, aber wartet mal. Eigentlich wollte ich auch in dem Video was anderes noch zeigen. Und zwar, aber ich denke, ich brauche noch mehrere Parts. Und zwar Military hätte ich Bock drauf. Und zwar Navy kann man mal machen.
Yeah! Aber sein Gehalt ist echt scheiße, aber eigentlich braucht er ja auch kein Geld, deswegen passt das. Er sollte dann direkt mit, ach fuck, hier ist nur so eine langweilige 57-Jährige da. Das ist Kacke. Egal. Und dann fängt er einfach an, Leute da umzubringen. Und seine Frau, wenn, also seine Freundin, wenn die nicht bald mal ein Kind bewirft, weil das geht so nicht. Ich will, die gehen mir eigentlich ein bisschen auf die Nerven, aber ich fände das lustig, wenn er die heiraten würde, der Teufel. Und was passt besser zur Heirat als wie ein ungewolltes Kind? Was auch eigentlich nicht der Grund für eine Heirat sein sollte, deswegen. Strangledam? Cool. Sehr gut. Nice, und ich wurde dafür befördert, mein Spaß. Natürlich nicht dafür, wir sind ja nicht mehr in der Mafia. Wir sind ja jetzt in der Navy. Ach ja. Ja, wobei. Okay. Töten wir die Seamen alle, Mann. Die hat zwar nichts gesagt, aber trotzdem, um sicher zu gehen. Wobei, ich habe gesagt, wenn sie nicht bald ein Kind bekommt, deswegen. Tschüss. Ja, selber schuld, ey. Vor allem ist sie schon alt, die ist 30. Also, ich meine, die ist ja fast so alt wie er. Also, da. Nein, Spaß, aber. So, hier, Commanding Officer, wer auch immer das war, weg mit dir. So, go to the doctor. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Episode auch geschafft. Wir sehen uns in der nächsten.